Hallo an alle mit einem Herzschlag da draußen und willkommen zurück bei Signalis. Ich habe noch nicht sortiert. Ich denke, ich werde... Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen will. Ich hole mir jetzt als erstes erstmal die Nitro-Express-Munition, weil... Wenn wir jetzt Anti-Panzer-Munition bekommen und Granatwerfer-Munition, dann wird es wohl bald auf das Ende, ist schon wieder voll. Scheiße. Auch immer die gleichen Fehler. Wir müssen wohl langsam ins Ende zugehen und da brauchen wir wahrscheinlich richtig fette Wummen. Ich denke, dann werde ich auch die Leuchtstoffröhren, wollte ich schon sagen, die Leuchtpistole mitnehmen. Also lasse ich die jetzt einfach mal raus. Und fackel einfach alles nieder, was mir in den Weg kommt. Ich nehme die mal gerade. Noch ein bisschen mehr Platz. Die stehen ja meistens noch mal auf, die größeren nicht. Weißt du was? Ich muss hier bestimmt noch öfter lang. Scheiß auf dich. Dich nehme ich mit. So. Hier gleich die nächste Tafel. Noch ein Ring, der Herrscherring. Jawollo. It all comes together. Ja. Wer sich erinnert, gegen das Zeug soll man angeblich nicht rennen. Weil man sonst stirbt. Was ist das für ein Geräusch? Oh, man sieht das aber auch ganz schlecht, ne? Au! Boah, das ist nicht euer Ernst. Ein Labyrinth mit den Dingern. Ja, okay, da gehe ich aber ohne Taschenlampe nicht hin. Hat das so viel Schaden gemacht? Oh, nee. Ja, top. Oh, Junge. Okay. Alles nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Ah. Das war zwar gerade selten dämlich. Zumindest aus logistischen Gesichtspunkten. Wenn ich nämlich fast keine Heilung mehr habe. Aber gut. So, jetzt muss ich überlegen. Hier bin ich schon wieder genau falsch gelaufen. Ich werde diesen Fehler immer wieder machen. Das irritiert mich einfach so sehr mit den Türen. Ja. Ich dachte, das ist ja gleich die nächste von der Sorte. So. Ich stehe noch bestimmt auch gleich wieder auf. Ne, heute mal nicht, aber das ist ja auch herrlich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob drei Ringe reichen oder ob die noch einen braucht, aber... Nehmen wir an, es fehlt... Was? Ach, die Reihenfolge. Nee, Moment. Okay. So sollte das aber nicht laufen. Okay. Ach. Nee, warte, ich krieg das doch so hin. Ich muss gar keinen Platz schaffen. So, am ersten Tag wurde sie gekrönt, also muss der Herrscherring als erstes an den Finger.
So, und jetzt kommt die Schlange, oder? Das fehlt also doch noch ein Ring. Was? Der wird dann wahrscheinlich im Labyrinth sein. Okay. Für das Labyrinth brauchen wir ganz eindeutig die Taschenlampe. Weil den Draht kannst du sonst komplett vergessen zu sehen in der Dunkelheit. Da filetiere ich mich nur. Aber ist ja halb so wild. Wir wissen ja, was wir machen müssen. So. Dann müssen wir noch ganz unten. Aha, du bist verbrannt. Machen wir das doch mal als allererstes. Ja, so sieht man das nämlich auch mal richtig. Hoffentlich kriege ich auch alles eingesammelt. Ich hoffe nur, hier sind keine Gegner, ey. Das wäre richtig scheiße. Aber wundern wird's mich nicht, dass ich hier gleich noch einen draufkriege. Oh, nimm doch die Heilung mit. Reparaturspray über alles. Das kriege ich da gar nicht. Auch hier, so. Tafel des Fleisches, na super. Komme ich denn an dich ran? An dich komme ich gar nicht ran. Das ist ja gemein. Die liegt da einfach und du siehst jetzt schon, dass du da nicht... Also ihr seid ja wohl garstig. Das ist ja richtig garstig. Östiger Schlüssel, den nehme ich mit. Dir sonst noch ein paar spaßige Überraschungen für mich. Außer ein Heilspray an, dass ich nicht rankomme. Oder ist das da... Doch, das ist eindeutig Monodraht. Da kommst du nicht dran. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Also das ist schon... Das ist schon echt garstig. Ihr hinterhältig, ey. Kann ich gar nicht fassen. Gut, aber wer 6 verschiedene Androiden und gestörte Gestalten in einen Raum packt, nur damit ich zu tun habe... Was erwarte ich da eigentlich? Ich denn den rostigen Schlüssel? Es gab eine Tür hier mit dem Schlüssel, ich erinnere mich. Habe ich noch ein Päckchen übrig? Ne, habe ich nicht. Okay. Aber da werde ich wohl... Leuchtpistole mal noch mitnehmen. Aber das macht auch keinen Sinn. Oh, ich bin hin und her gerissen, wie ich da vorgehen soll bei dem, was ich jetzt noch habe. Ist auf jeden Fall eine Etage höher. Stimmt, dich muss ich noch einsammeln. Oh Junge, das gefällt mir nicht. Ah, hierfür ist die Matroschka. Okay. Gut. Soll mir ja recht sein. Hab mich schon gewundert, dass sie da so liegt, dass das ein Nachspiel mit sich hat. Aber alles halb so wild. Wenigstens ist es direkt am Safe Room, da muss ich nicht wieder ätzend weit laufen.
Würmer dankt. Hey! Aber ich habe doch die Holzpuppe da drauf gestellt. Ach, das reicht noch nicht. Jetzt sag bloß, da gibt's noch eine Holzpuppe für. Das ist ja ätzend. Okay, die kriege ich also noch nicht da weg. Na gut. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Anscheinend brauchen wir doch noch eine dritte Ummantelung dafür. Obwohl die ja schon ziemlich fertig aussah eigentlich, ne? Na egal. So, den Schlüssel. Das war's, wo wir hin wollten. Ne, diesmal mache ich den Fehler nicht. Boah, ich muss mich aber leider niederstrecken. Habe ich die Betäubung noch dabei? Natürlich nicht. Und jetzt steht die auf. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja. Und da ist auch die dritte Hülle. Und das passt bestimmt nicht mehr rein. Doch, das passt auch noch rein. Wow. Dass ich das mal leben darf. Ach, verdammt. Hätte es ja versuchen können. Gut, also noch eine Tür, in die ich muss. Oh, Heiland. Ja, genau, dann ich hier runter. Walking Simulator. So. Die sieht ja lustig aus. Also hat sie jetzt erst die kleine da reingestellt und dann die mittlere noch dazwischen gequetscht. Oh, wie süß, die hat jetzt sogar Augen, ne? Tatsache. Vorher war die nämlich so. Sah die nämlich so ein bisschen tot aus. Oh. Ich finde die meisten Matroschka-Puppen vom Design ja eigentlich nicht so schön. Aber die hier gefällt mir. Die würde ich mir auch ins Zimmer stellen. Firma dankt und tschüss. Wer auch immer so einen Mechanismus erfindet. Wahrscheinlich zu viel Zeit hier unten gehabt. So, die Steintafeln. Aber den Ring habe ich immer noch nicht, den letzten. Was gefällt?
Gefällt mir nicht. Oder gibt es nur drei? War ich vielleicht irgendwo noch nicht? Ich wüsste nicht wo. Doch klar, der eine Raum, genau. Und das trifft sich ja gut, dass die auf einer Ebene sind. Kannst du nicht irgendwie in Rente gehen oder so? Ach, hier ist ja schon die nächste da. Oh, die nervt. Naja, das sollte ja das letzte Mal gewesen sein. Ich glaube, die stehen auch nur maximal zweimal auf. Weil man die nicht mehr treten muss. Ich weiß, das ist eine komische Annahme, klingt ein bisschen komisch, aber... So, das war ein Raum höher. Mal hier wenigstens Ruhe. Tja, dann machen wir das Ganze nochmal. Aha, da haben wir es schon. Die drei ersten, also die erste Reihe, Mitte und dann oben und unten. Okay. So. Ich glaube, ich habe nicht mehr genug Munition dafür. Okay. Die war zu, ne? Ja. Oh, es wird langsam ein bisschen schwierig. Aber ich bin froh, diesmal haben sie die Safe Rooms relativ gut gesetzt, sodass man dann nicht immer so extrem weit laufen muss. Da bin ich doch recht erleichtert. Okay. 5 Schuss. Tja, das muss reichen. Immer noch gelb. Ja, wie viel Schaden kriege ich denn jedes Mal ab? Oh man. Das ist echt scheiße. Aber ich war ein paar Mal auch sehr unvorsichtig. Aber bei dem Getümmel, was wir hier auch schon hatten... Was? Oh! Als ob hier schon wieder der Monodraht ist. Oder Nanodraht. Och, Junge. Aber diesmal mit Monstern. Ich werd bekloppt. Diesmal war ja gar nichts zu sehen. Aber ich hätte es mir eigentlich schon denken müssen, so wie die Säulen da gestanden haben. Das war eigentlich viel zu offensichtlich. Tja, so ist das manchmal. Sauerei. Ehrlich. Ach, das war's schon. Was ja dann. Hier werde ich wahrscheinlich nicht öfter lang müssen. Ich hoffe es zumindest. Aber die werden bestimmt ein paar Mal aus dem Boden gekrochen kommen. Nicht wahr? Oh,
Oh, Junge. Ach, ja. Ja, warum denn so viele? Oh. So, Fräulein. Nee, ich will die gar nicht benutzen. So. Oh. Nee, das ist das, was ich hab fallen lassen. Och, Junge. Ihr seid scheiße. Ehrlich. Soll ich denn an euch vorbeikommen? Oh Gott. Nein. Ach. Ja, ja, schlag mich halt meinetwegen nochmal, wenn euch das glücklich macht. Ich bin raus. Ist hier noch irgendwas? Nö. Wie viele da schon wieder sind. Ey. Und tschüss. Aber blöderweise, den letzten Ring habe ich immer noch nicht gefunden. Das schmeckt mir gar nicht. Au. So ein Mist. Da muss ich wohl als erstes die Tür öffnen anscheinend. Aber dann geht's mit Sicherheit weiter. Und dann geht's mit Sicherheit zum nächsten Boss. Ich will diesen Ring vorher haben. Nennt mich hartnäckig, aber... Wisst ihr, das ist halt... Das kann ich halt nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe keine Munition mehr für den Scheiß. So ein Dreck. Hier nochmal nachgucken, aber es sind mit Sicherheit 4 Ringe. Worum ich den jetzt finden soll. Ach, es gibt nur 3 Ringe, ja. Okay. Ich hab zwar... Also der Gedanke, mein Gedanke war richtig, aber ich hab vergessen, was in dem Text alles drin stand. Und hab den falschen Finger ausgewählt. So. Das sollte eigentlich... Muss ich auch, habe ich auf der falschen Seite angefangen. Also am ersten Tag wurde sie gekrönt. Also der Herrscherring kommt als erstes, das ist klar. Am zweiten kommt die... Achso, am zweiten geschah nichts. Ja. Ne, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sehr gut. Tja, wenn wir Glück haben, geht das jetzt schon Richtung Finale, ne? Ich weiß ja nicht, wie viele Kapitel es gibt. Das ist zwar das Kapitel 2, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das Spiel noch sehr weit geht. Obwohl, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal überraschen lassen, also. Nochmal. Nee.
Ach, also du stehst doch mal auf. Das ist ja nicht dein Ernst. Wo war denn noch mal die Tür? Da. Gut, dass ich nichts dabei habe. Hey, Moment mal. Das hier sieht aus wie das Loch, in dem ich in der ersten Folge reingesprungen bin. Oder nicht? Ich habe übrigens immer noch nicht die Nitrexpre. Es ist unmöglich weiterzugehen. Ich war hier schon so oft, aber ich bin nie zurückgekehrt. Die Kommandantin hat nie darüber gesprochen, was sie dort draußen gesehen hat. Ich bin sicher, was auch immer es war, es hat sie krank gemacht. Etwas an ihr hat sich verändert, als sie zurückkehrte. Sie war nicht mehr unsere geliebte Anführerin, Falke. Was wartet jenseits der Schwelle? Es spielt keine Rolle. Wo sind die denn? Das ist jetzt aber nicht das Ende. Ich habe die Knarren noch gar nicht bekommen. Jenseits des Tores ist Leere. Wer bist du? Hey, ist das nicht das Schiff? Oh, krass.
Das war's schon. Ja, Leute. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ein absolut geiles Game. Ich liebe die Atmosphäre. Und den Artstyle und wie es sich anfühlt, ist absolut geil. Aber, ich bin ja ein ziemlicher Gierlappen, wenn es um Story geht. Und mir sind zu viele Fragen offen geblieben. Ich meine, natürlich ist das ein Teil der Mysterie, oder weswegen es sich so unangenehm anfühlt, weil man einfach gar nichts weiß. Aber ich habe so das Gefühl, dass man das noch ein paar Mal spielen muss. Weil ich habe zum Beispiel zwei Kniften noch gar nicht gefunden. Zum Beispiel hier, ich habe die Nitro Express konnte ich nicht benutzen. Ich habe noch keinen Granatwerfer gefunden. Ich wüsste auch nicht wofür. Also gehe ich mal davon aus, dass es mehrere Enden gibt. Und, oh! Oder ist es vielleicht doch noch nicht zu Ende? Oh, das ist ja unangenehm. Ich glaube, das Spiel, ich glaube, es ist noch gar nicht zu Ende. Ich glaube, ich wurde gerade verarscht. Ich gehe jetzt einfach nochmal rein. Wach auf. Das Spiel ist halt hammergeil, ne? Was soll ich dazu sagen? Ich weiß noch, ich das erste Mal hier rausgestiegen bin und... Okay, es ist jetzt wieder der Anfang, ja? Es fängt wirklich wieder von vorne an. Tja, das ist krass, aber ich würde sagen... Das ist was für eventuell die nächste Folge. Ich schaue mich mal um, ob es jetzt wirklich einfach neu anfängt oder ob es das wirklich gewesen ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall bis hierhin gefallen. Sollte das eine Art New Game Plus sein, werde ich das einfach als Teil 2 machen quasi. Und ja, was soll ich dazu sagen? Kommentiert, lasst Likes da. Ich hoffe, für mein erstes Let's Play hat es euch auf jeden Fall amüsiert und ihr seid dran geblieben. Und ich sag dann mal, ja, bis zum nächsten Mal. Entweder bei Signalis oder bei dem nächsten Projekt, was ich anfange. Ich bin Dailis und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.